stieg der König vom Pferd, denn er sah wohl, dass nicht allein die Trauer und den Ruten solchen Schmerz hervorgerufen hatte. Den Mann und Vater trug man zu Grabe, und vom Grabe weg sollten die Frau und die Kinder als Sklaven verkauft und auseinandergerissen werden, weil niemand für die Schuld aufkommen wollte. Von Mitleid übermannt entnahm er dem Gürtel den zweiten Edelstein. Er lag ihm auf der Hand und die Sonne ließ ihn funkeln und leuchten. Dem neugeborenen König war er zugedacht. Doch mit einer raschen Bewegung legte er ihn in die Hand der trauernden Witwe. Bezahlt, was ihr schuldig seid, und kauft euch Haus und Hof und Land, damit ihr und eure Kinder eine Heimat haben. Sprach's, schwang sich aufs Pferd und wollte dem Stern entgegenreiten, doch dieser war erloschen. Tage und Wochen lang suchte und forschte er. Der letzte Abend in unserem Kulturabo ist immer der knapp vor Weihnachten. Und heute mit dieser Lesung mit der Frau Karner, Brigitte Karner und den Chick Sisters war schon sehr, sehr herausfordernd auch für das Publikum, weil es sehr ernste Texte waren, die die Frau Karner gelesen hat, aber dann durchaus durch die Musik wieder aufgelockert. Und ich glaube, dass uns dieser Abend auch ein bisschen zum Nachdenken anregen sollte. Es waren nur Weihnachtsgeschichten, ja, aber auch sehr, sehr besinnliche und sehr zum Nachdenken anregende Geschichten. Ich glaube, das ist auch in der Weihnachtszeit einmal was anderes. Man sollte wirklich ein bisschen in sich gehen und auch sich ein bisschen Gedanken machen. Und ich glaube, das ist da sehr gut rübergekommen. Ja, das ist genau die stille Adventzeit, die wir so vor uns haben, die es ja in Wirklichkeit nicht mehr ist, sondern man hecht von einem Termin zum anderen, von einem Bundstand zum anderen, von einer Feier zur anderen. Aber durchaus sollte man die Zeit auch nützen, um darüber nachzudenken, dass es uns in Österreich eigentlich sehr gut geht. Wenn man sich die Bilder anschaut aus der Ukraine, aus dem Nahen Osten seit dem 7. Oktober, so geht es uns hier wirklich sehr, sehr gut. Und über diese Besinnung sollte man auch in dieser Zeit nachdenken und sich das vor Augen führen. Durch ein fremdes Land. Krieg wütete dort und Leid und Elend und Blut bedeckten die Erde und Herzen. In einem Dorf hatten die Soldaten die Bauern auf einem Platz zusammengetrieben. Eines grausamen Todes sollten sie sterben. In den Hütten schrien die Frauen im Wahnsinn des Entsetzens und die Kinder wimmerten. Da packte den jungen König das Grauen. Er hatte zwar nur mehr einen einzigen Stein, sollte er denn mit leeren Händen vor dem König der Menschen erscheinen? Doch das Elend war so riesengroß, dass er auch den letzten mit zitternden Händen opferte. Die Männer vom Tode loskaufte und das Dorf vor Verwüstung, die Frauen vor Schändung bewahrte. Müde und traurig ritt er weiter. Sein Stern leuchtete nicht mehr. Seine Seele war im Leid schier untergegangen. Wo war sein eigenster Weg? Immer und immer wieder riss die Not der Menschen ihn vom Ziel zurück. Ich glaube, das war auch wirklich so sehr von der Stimmung her ganz, ganz toll. Und vor allem so, wie es die Lesung vorgetragen wurde, das war fantastisch. Das war fantastisch und
auch nach dem Schicksal, das die Frau Kanner im heurigen Jahr hinter sich hat, sowas abzurufen, finde ich schon toll. Kann da als Eigenen ein bisschen mitreden. Finde ich unheimlich gut, wie sie mit dem umgeht. Und eine ganz, ganz tolle Frau, eine ganz, ganz tolle Veranstaltung im heutigen Tag. Und man hat beim Lesen die Schnecktau fallen gehört. Absolut, also wir sehen viele Veranstaltungen, auch zu Weihnachten, teilweise auch besinnliche, aber das war wirklich heute ganz eine eigene Klasse für sich. Das war eine eigene Klasse für sich und hat für mich so die Adventzeit eingeläutet, obwohl es noch ein bisschen Zeit ist. Es ist ja noch eine Woche bis zum ersten Adventssonntag, aber die Zeit hat jetzt eigentlich begonnen, sich Weihnachten, Advent, ja, alle diese Veranstaltungen, und es wird morgen einen Bundstand in der Gemeinde geben, den ich wirklich auch wahrscheinlich schon genießen kann. Wunderbar, das habe ich schon recht. Herzlichen Dank und ja, eine, sagen wir mal, eine ruhige Adventzeit. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich freue mich schon auf das nächste Jahr, auf die nächsten Veranstaltungen hier im Kulturerbe der Gemeinde Stadshof. Dann vielleicht schon Stadt? Ja, irgendwann. Es ist bereits ausgeschrieben. Wunderbar. Danke. Danke. Ja, ich muss zuerst einmal ein Kompliment aussprechen. Es war wirklich fantastisch. Das freut mich. Wir sehen ja in den letzten 10 oder 12 Jahren, was wir unterwegs sind, immer wieder Weihnachtsveranstaltungen, auch Lesungen. Aber das war wirklich eine Klasse für sich, das muss ich sagen. Das freut mich total, dass Sie das sagen. Wissen Sie, es ist nämlich die Entscheidung, was nimmt man für Texte? Mhm. Und ich sehe zunehmend, dass es immer heißt, fröhliche Weihnachten, lustige Weihnachten. Ich meine, man muss auch lustig sein, wir waren ja auch lustig. Aber wir dürfen nicht ausklammern, um was es geht in der Welt, ohne dass wir dauernd fernsehen. Und ich denke, mir wichtig ist, dass zu Weihnachten, das ist eine so wertvolle Zeit, um bei sich vielleicht wieder diese Liebe zu spüren. Zu sich, zu anderen, zueinander. Das ist das, was mich so interessiert mit diesen Texten. Und auch diese ausgewählten Texte oder die eine Geschichte, also die geht ja wirklich ans Herz. Ja, muss ich. Und zeigt eigentlich, dass es anders auch ginge. Es muss so gehen und ich bin so dankbar, dass das heute so aufgenommen wurde. Weil man kann nicht davon ausgehen. Also man hat mir gesagt, das ist vielleicht schwierig, aber ich glaube es nicht. Und ich habe ein bisschen recht gehabt, weil die Leute waren sehr konzentriert und sehr ruhig. Und wissen Sie, wenn jetzt Weihnachten schön ist, weil jeder denkt, ich kann auch über meinen Schatten springen. Wir alle haben in dieser egoistischen Welt uns Dinge angeeignet, die nicht schön sind. Also die Menschen untereinander sind nicht mehr nett. Absolut, ja. Also sehr stark nicht mehr nett. Und das müssen wir, für was hat Weihnachten für einen Sinn? Ja. Nein, das war wenn wir das nicht aktivieren ein bisschen. Und ich danke Ihnen, dass Sie das sagen. Ja, ich danke Ihnen, dass ich das hier sagen darf. Unbedingt. Und es war wirklich ganz, ganz toll. Es war auch von der Stimme her, man hat wirklich mitfühlen können. Und der Herr Bürgermeister hat selbst auch gesagt, man hat eine Stecknadel fallen hören können. Toll. Und das ist ein gutes Zeichen. Danke. Diese geile Musik, oder? Absolut. Frauen ja. Und es fegt. Genau, genau, absolut. Und man sieht doch, man kann das Besinnliche sehr wohl auch mit dem Swingigen verbinden. Das kann man absolut. Das kann man immer. Und man soll immer im Leben den Humor auch mit einbeziehen. Immer. Aber man kann auch in die Tiefe gehen. Absolut. Danke, dass wir dabei sein durften. Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön. Danke.
Gratulation, es war wirklich ein fantastischer Abend und das ist, das geht so richtig ins Blut, eure Musik. Jetzt müsst ihr sagen, wenn ihr nicht wisst, wo ihr her seid, ihr habt sie schon erfahren, ihr habt sie schon unterhalten. Ihr seid eigentlich aus der Steiermark. Ja, wir sind drei Schwestern aus der Steiermark, weil wir wohnen sehr lange schon in Wien und Umgebung, also auch Niederösterreich. Und wir sind auch sehr gerne immer wieder in der Steiermark bei unseren Eltern, aber wir sind am liebsten zu dritt unterwegs. Das kann ich mir vorstellen. Wie würdet ihr eure Musik bezeichnen, eure Richtung? Ja, wir sind ein typischer Crossover. Also wir haben so viele Einflüsse in unserem Leben schon bekommen, nämlich von der Gospelmusik bis hin zur Klassik, alles Mögliche. Und deswegen nennen wir es immer Folk-Pop. Hört sich gut an, ja, Folk-Pop. die Geige, ein tolles Instrument. Also man sieht, es ist nicht nur für die Klassik geeignet. Nein, also unsere Wurzeln sind ja auch ein bisschen in der Volksmusik, eben im Folk. Und wir haben alle drei Jazz studiert. Also wir haben auch eine Vorliebe für Solists, für Interpretation jeglicher Musik aus dem Stegreif. Also wir spielen sehr gern frei und so, was der Abend so hergibt. Das Jazzige merkt man bei euch, das ist schon da. Das war heute ein ganz besonderer Abend, oder? Ja, für uns auch sehr. Wir haben uns total gefreut, dass wir die Frau Kahner kennengelernt haben. Und es war wirklich eine sehr schöne Begegnung für uns und auch eine Premiere, weil wir haben noch nie eine Lesung musikalisch begleitet. Mhm. Und ich glaube, nach dem heutigen Tag sind wir alle weihnachtlich eingestimmt. Mhm. Ein bisschen Unsicherheit da gewesen, weil es ja doch ein ernstes Thema war, die Lesung und dann die Musik dazu. Überhaupt keine Unsicherheit. Im Gegenteil, ich finde es großartig, wenn jemand so offen ist wie die Frau Kahner und so aufmacht. Und sie sagt ja immer, die Oberflächlichkeit interessiert mich nicht, ich will in die Tiefe gehen. Und das brauchen wir alle, diese Tiefe, diesen Tiefgang einerseits und den Humor aber auf der anderen Seite. Nehmt ihr von den heutigen Abend auch irgendwas mit? Auf alle Fälle. Also wie die Veronika gesagt hat, einerseits ist man auch weihnachtlich eingestimmt und das heißt einfach, dass man, glaube ich, eine Zufriedenheit, eine Fröhlichkeit und auch eine Ruhe in sich spürt. Und das Zweite ist, wir nehmen von der Frau Kahner, glaube ich, sowieso was mit, nämlich, dass man so eine Stärke als Frau haben kann in jeder Situation, wie man sieht, und es imponiert uns total. Absolut, das ist eine wirklich beeindruckende Frau. Er machte einen letzten Rundgang durch die Krankensäle, um sich zu überzeugen, dass auch alles in Ordnung sei. Beim Gehen glaubte er, hinter sich Schritte zu hören. Leise Schritte, ganz leise. Er drehte sich um und sah, dass ihm ein Patient nachlief. Im Halbdunkel erkannte er ihn. Es war ein Junge, der niemanden hatte. Fernando sah im Gesicht des Jungen bereits die Vorboten des Todes. Und er sah auch diese Augen, die um Verzeihung oder vielleicht um Erlaubnis baten. Fernando ging auf ihn zu und der Junge berührte ihn. Bitte sag, murmelte der Junge. Bitte sag, irgendwem, dass ich hier bin. Und wir sind ja doch jetzt die letzten 12 Jahre schon sehr viel unterwegs gewesen, auch vor allem bei Weihnachtsshows, Weihnachtsprogrammen. Aber das war wirklich einsame Spitze, das muss ich wirklich ehrlich sagen. Da hat wirklich alles war total stimmig. Und ich glaube, das werden auch die Besucher immer wieder sich erinnern an das Konzert. Ich finde es super, heute in der ersten Reihe sind nur Damen gesessen und schon ein bisschen betagt. Aber die sind bis zum Schluss so mitgegangen, haben mitgeklatscht und mitgesungen, dass man richtig gemerkt hat, dass sie auch sehr aufgemacht haben. Und das hat mir heute besonders gut gefallen. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wenn die euch heute nicht sehen konnten, wo kann man euch noch sehen?
Wir sind mit unserer Weihnachtsshow jetzt noch den ganzen Advent unterwegs. Wir sind in Wien, wir sind in Mödling noch hier, also Gegend mehr oder weniger in Niederösterreich. Wir sind in Amstetten in der Bölzhalle, aber für die Steirer sagen wir, das wäre es jetzt in Graz zwei Abende. Kärnten sind wir auch noch zweimal. Also es gibt viele Shows, viele weihnachtliche, adventliche Abende mit uns. Also Arbeit genug. Das ist unser Hauptberuf und wir lieben ihn. Ja, das ist wichtig. Dann recht herzlichen Dank. Es war ein wunderschöner Abend und viel Erfolg fürs nächste Jahr schon. Vielen Dank. Danke. Gibt es eine Webseite? Ja, natürlich. Wer mehr über uns wissen möchte, kann auf www.chicsisters.com alle unsere Termine nachschauen oder vielleicht auch das eine oder andere über uns erfahren. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Danke.